Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute wieder bei timetodo.ch dabei sind. Viele meiner Themen betreffen die gesamten Schwingungsthematiken, Schwingungsgesetze, hermetische Gesetze. Immer wieder geht es darum, wie sind die Dinge möglich, die wir nicht so anfassen und greifen können? Wie können die trotzdem wirken? Wie funktioniert das eigentlich? Was steht dahinter? Jemand, der das bei uns hier auf dem Sender auch macht und da auch große Resonanz hat, habe ich heute bei mir im Studio, um das einmal zu hinterfragen. Herzlich willkommen, Anita Grock. Danke, herzlich willkommen, Norbert. Ich freue mich, da zu sein. Anita, du warst jetzt schon mal bei mir oder zweimal sogar. Ja, ich glaube, es waren viermal, also vor einem Jahr war es das letzte Mal. Genau, kann auch sein. Die ganze Thematik war ja eine ursprüngliche Praxis, die du betreibst. Genau. Mittlerweile machst du ja sehr erfolgreich hier auf dem Sender auch alle zwei Wochen, donnerstags 21.30 Uhr, eine Sendung, wo Heilkraft übertragen wird. Genau. Und genau da ist das größte Fragezeichen in den Leuten, ihren Köpfen, weil wir wissen ja mal grundsätzlich, heilen kann man nur und gesund werden, wenn man zum Doktor geht. Das ist so mal die volksübliche Meinung, die halt jeder so irgendwann lernt. Habe ich auch irgendwann mal gelernt, wenn du krank bist, gehst du zum Doktor. Jetzt wissen wir aber, dass es natürlich auch im energetischen Bereich, im Schwingungsbereich Möglichkeiten gibt. Und wer sich noch daran erinnert, was der Physiker gesagt hat, 4 bis 6%, da streiten sich schon die Gelehrten, unserer Welt sind für uns sichtbar und erfassbar, also riechen, hören, sehen, greifen. Und 96% oder 94% sind für uns nicht erfassbar mit unseren Sinnesorganen. Die feinstoffliche Welt. Und das ist die Welt, wo sich zum Beispiel die Anita bewegt. Genau. Ich meine, nicht im Hier und Jetzt, da sieht man dich schon. Aber wenn ich an das Thema Heilkraftübertragung denke, für die Zuschauer, die die Sendung nicht kennen, ich spiele jetzt mal eine Sequenz ein, so von 3 Minuten. Was sollten die Zuschauer machen? Also sie sollten sich entspannen und nur fühlen oder hinsehen. Tun müsst ihr eigentlich gar nichts. Mhm. Es wirkt immer, nur offen sein. Genau. Und jetzt machen wir das einfach mal. Sie hören sich jetzt mal aus Ihrer Sendung 3 Minuten an. Dann sprechen wir weiter, was da passiert. Jetzt starte ich das mal. Und schwupp. Stillness of death is here.
So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir uns mal 3-4 Minuten angehört, wie so eine Heilkraftübertragung gemacht wird. Jetzt haben wir das gesehen. Und jetzt möchte ich die Anita mal fragen, was passiert eigentlich da? Was machst du da? Du sitzt da, wie eben im Studio auch, bist sehr in dir, bist sehr konzentriert, genau, wie man das sehen kann, hebst deine Hände. Genau. Was passiert jetzt? Das passiert eigentlich alles intuitiv, aus meinem Herzen heraus, eben aus meinem Lichtkörper heraus. Das entwickelt sich immer mehr. Das kommt von meiner Seele. Meine Seele ist eine Heilerseele, die hat eine Aufgabe hier auf dem Planeten. Und ich merke immer mehr, was ich zu tun habe. Weißt du, egal wo ich hingehe, die Energie fließt. Also sie fließt auch während unserem ganzen Gespräch. Und ich mache da gezielt diese Heilkraftübertragung in meiner Sendung. Ich hatte da eine Vision letztes Jahr, dass ich das machen sollte, nicht muss, sondern sollte. Mhm. Und dann hat sich das alles so ergeben. Ich hatte keinen Plan, kein Konzept, gar nichts. Dann kam die Musik eben mit dem wunderbaren Tato Gomez auf mich zu, der wirklich jetzt fast für jede Sendung die Musik gemacht hat. Und das ist auch Heilmusik. Und nur diese Klänge bewirken schon Heilung. Und ich tue dann jedes Mal in der Sendung zu einem bestimmten Thema die Energie fließen lassen. Vielleicht irgendwie Ängste auflösen, Gedankenstrukturen verändern, Sachen von Atlantis. Also es gibt 22 Sendungen auf meinem YouTube-Kanal, wo die Zuschauerinnen und Zuschauern immer diese anklicken können. Sie können mal schauen auf dem Kanal, ja, was spricht mich an jetzt? Dann können sie es einfach laufen lassen und die Energie wirkt also. Es braucht nur eigentlich Offenheit dafür und natürlich den Glauben daran, dass sich was ändert. Und ich habe ganz viele Feedbacks. Also das kann ich mir lebhaft vorstellen. Alles Mögliche, wirklich alles Mögliche. Jetzt schauen wir einfach mal für die Zuschauer. Wie finden wir den YouTube-Kanal von der Anita Grock? Für alle, die ins Internet gehen können, sie gehen auf www.lichtgedanken.ch. Dann sind sie auf der Homepage, die sie jetzt vor sich sehen. Und wenn sie da ganz nach unten scrollen, runter, 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 weiter, 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 dann haben wir ganz unten, hier steht dann, hier, da, wo ich jetzt gerade bin, mit dem Mauszeiger, dort können sie auf den YouTube-Kanal gehen und dort finden Sie dann die ganzen Beiträge, die Anita schon hier gemacht hat. 22 Sendungen, auch schon, es geht schnell. Ja, 22. Ist für mich eine spezielle Zahl, verfolgt mich so mein Leben lang und sind wir bei 22 Sendungen. Ja, also es ist wirklich eine große Auswahl und es gibt also Leute, die hören jeden Abend zum Beispiel beim ins Bett gehen, hören sie Sendungen, dann können sie besser schlafen. Also ich habe schon alles Mögliche gehört und ich bedanke mich auch mal bei den Zuschauern für die Feedbacks und für die vielen Dankschreiben, die es immer geht. Das freut mich auch sehr. Also das ist ja der Punkt. Ich bin mal ein Ungläubiger. Ja. Und Ungläubige, die sitzen dann da und schauen in den Fernseher und sehen, genau, dich dann da sitzen und sagen, genau, was, Heilenergie, was, wo soll die herkommen? Ja. Die ist doch so ein Mensch wie ich und du. Und ja, ich bin ja gar nicht krank. Das ist der größte Irrtum unserer Zeit. Alle sagen, sie sind nicht krank, sind es aber alle. Ja. Und jetzt habe ich ein Schmerz, ich habe ein Gebrechen, du hast eben von Ängste, Schuldgefühle, das sind ja alles die Dinge, die uns quälen. Und wenn ich jetzt diese Energie, ich sitze vor dem Fernseher, nehme diese Energie auf, was passiert denn dann in meinem Körper? Kann deine Energie meine Schuldgefühle auflösen? Also wenn du bereit bist, um die Schuldgefühle aufzulösen, oder du hast ja bestimmte Schritte, die du gehen musst in deinem Leben. Es geht immer nur Schritt für Schritt. Also kein Mensch kann einen anderen total heilen. Das geht nicht, weil wir sind ja hier, um zu lernen und um uns weiterzuentwickeln. Mhm. Also immer nur das, was bei dir jetzt ansteht, wenn du eine Sendung schaust, das geht in die Heilung. Also, und du kommst sicher immer einen Schritt weiter. Vielleicht denkst du irgendwie anders oder wird es ein bisschen offener, wenn du nicht glauben kannst, dass das was wirkt, oder? Es passiert vielleicht eine bestimmte Öffnung. Es passiert bei dir immer das, was gerade passieren kann. Man kann der göttlichen Ordnung ja nicht vorgreifen. Ich meine, es gibt sicher immer Leute, die versuchen das, auch Ärzte, aber dann fällt das wieder zurück, was man getan hat, weil es nicht definitiv in die Heilung gehen kann. Oder dein Bewusstsein muss ja mitkommen. Das ist das Wichtige. Also das soll für die Zuschauer heißen, ich sage jetzt nicht jeden zweiten Donnerstag, 21.30 Uhr, so, jetzt wird wieder geheilt und am Freitag früh nach deiner Sendung mache ich der gleiche alte Zottel wieder weiter. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es da, dass deine Energie auch für eine Transformation sorgen, genau, soll, das heißt, ja, für die Erkenntnis, genau,
Aha, warum fühle ich mich schuldbeladen? Genau. Warum fühle ich mich ängstlich? Genau. Wo ist die Problematik an sich? Genau. Und jetzt geht das Ganze ja weiter. Was ist, wenn du jetzt keine Heilenergie mehr überträgst? Fällt dann der Mensch wieder zurück? Kommen dann alle diese Dinge wieder hoch? Ich meine, ich hoffe, dass du noch viele Sendungen machst. Das kann sein, wenn er nicht mitgeht, wenn er nicht versteht, um was es geht. Wenn er zum Beispiel irgendein Gebrechen hat oder irgendwie nicht zufrieden ist im Leben, dann musst du doch dein Leben anschauen zuerst. Eben die Heilkraftübertragung kann dir den Kick geben und kann dir vielleicht den Input geben, ja, ich muss mal schauen, meine Freunde, stimmen die Freunde, die ich habe, stimmt meine Partnerschaft? Und wenn du da nichts änderst, dann kommt alles wieder zurück. Das heißt, das Heilen, das, was du energetisch unterstützt, würde quasi scheitern am eigenen Unvermögen, genau, nicht realistisch mal um sich zu gucken. Du hast im Vorgespräch auch noch gesagt, wo arbeite ich? Arbeite ich am Platz, wo ich eigentlich was zum Wohle der Menschen mache, oder arbeite ich nur halt, um Geld zu verdienen? Freunde, auch ja so, genau, ein Thema. Wer beeinflusst wie mein Leben? Genau, oder? Du musst doch in die Selbstverantwortung gehen. Wenn du Freunde hast, wo dir immer sagen, Norbert, mach das, Norbert, tu das. Oder eine Freundin, Norbert, mach das, Norbert, tu das. Du kannst dich ja gar nicht leben. Und so wirst du krank. Und das Wichtige ist, liebe Zuschauer, sie müssen sich leben, ihre Bedürfnisse leben und nicht euch sagen lassen von außen, tu das und tu das. Das gibt die Krankheit, das gibt die Depression. Aber in vielen Bereichen fühlen sich die Menschen ja gefangen. Mhm. Also ich habe ja oft Feedback von den Zuschauern und ich höre dann auch schon oft so Sätze, wo die sagen, ja, ich verstehe das schon alles, was da gesagt wird, aber ich habe jetzt vor, ich sage jetzt einfach ein wildes Beispiel, vor 2 Jahren mit meiner Partnerin zusammen eine Eigentumswohnung gekauft. Ich bin seit so und so angestellt in dem Institut, in der Bank, in dem Konzern. Ich habe 2 Kinder. Und wenn ich morgen wirklich hingehen würde und würde sagen, Leute, was ich eigentlich mache, ist alles bloß nicht zum Wohle der Menschen. Wie das ganze System hier läuft, ist Ausbeutung und eigentlich Betrug. Und ich will da raus. Wüsste ich, wer meine Existenz zerstört. Das heißt, selbst wenn der Gedanke da ist, dass ich was verändern will, tut mich oftmals das Umfeld so brutal hindern, weil ich abhängig bin. Ich weiß, eben. Aber die Aufgabe eines jeden Menschen ist, sich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Also ich habe das selber auch gemacht. Ich habe das alles selber erlebt. Weißt du, ich war auch in einer Ehe sehr unglücklich mit 4 kleinen Kindern. Aber ich habe den Schritt getan und es war richtig so. Man darf einfach keine Angst haben. Es sind immer die Ängste. Und wenn du Vertrauen hast, egal wie schwierig es aussieht, es gibt immer einen Weg, aber wir müssen halt ins Urvertrauen gehen und Vertrauen haben. Es geht, oder? Wenn ich jetzt bei der Bank bin, nicht glücklich bin, ich mache was anderes und ich verdiene trotzdem den Lebensunterhalt für meine Familie. Du musst so denken, weil das ist die Macht der Gedanken. Also was du denkst, was ich denke, das passiert. Und in der heutigen Zeit passiert sofort. Also passt auf, was ihr denkt und was ihr sagt. Das ist das Wichtigste. Das Denken und Sagen, das ist ja ein Punkt, wo wenn man von außen die Menschen hört, wie sie jetzt über die Schweiz reden, dann ist ja so ein Wort, hört man sehr oft, und zwar dieses Thema Diskretion. Und auf der anderen Seite hat es natürlich ein großes Problem, dieses Wort, weil wenn die Menschen erzogen werden, nicht über die Dinge zu reden, weil sie diskret sein wollen. Und da wird da nicht drüber gesprochen. Eben. Und andere sagen oder wieder, über Sexualität und Geld spricht man nicht. Und das hat nichts mit Offenheit zu tun. Weißt, das sind ja alles Ängste. Man darf nicht, das darf man nicht. Und auch für die Glaubensstrukturen, die wir mitbekommen haben, von unseren Eltern, von unseren Ahnen. Das finde ich sehr wichtig, dieses Schweigen zu lösen. Reden, was man das Gefühl hat, sagt's doch. Man darf nicht Angst haben vor den Konsequenzen. Weißt du, Diskretion, was ist Diskretion? Also, vertuschen. Ja, genau, vertuschen, Manipulation, weißt du. Und in der hohen heutigen Energie kommt ja alles langsam raus. Eben, man kann fast nicht mehr vertuschen, oder? Das sieht man ja auf der ganzen Erde. Ja, warum passiert das? Nicht, weil eine besondere Zeit ist. Nein, es gibt plötzlich ein besonderes Empfinden bei den Menschen, dass sie Dinge nicht mehr decken wollen, wenn sie davon wissen, einfach sagen, nö, ich kann da nicht mehr dazu stehen, weil ich es einfach nicht fair oder nicht in Ordnung oder nicht rechtens oder was auch immer finde. Und dann beginnen die Menschen, und das ist so ein ganz toller Punkt, dieses Thema, plötzlich macht's Klick bei einem. Und das ist ja das, wo diesen alten Gedanken, wenn wir wieder ganz am Anfang zu unserer Sendung gehen,
Was war früher das Thema, wenn zu mir jemand gesagt hat, ich bin krank, was soll ich machen? Habe ich zu ihm gesagt, geh zum Arzt. Mhm. Klar, habe es nicht besser gewusst. Und heute würde ich erst mal ihn fragen, was er hat, und würde mal wieder dahin gehen und sagen, ja du, wenn du jetzt nicht Leistungssportler bist, wieso können dir dann die Knie wehtun? Du belastest die gar nicht übermäßig wie jeder andere. Also muss das doch eine Ursache haben, die irgendwo ganz anders liegt. Also nützt es mir doch nichts, wenn ich am Knie rumdoktor. Genau. Ich muss doch mal da hinten und sagen, Knie, wieso hat er Schmerzen am Knie? Der hat doch gar keine Belastung am Knie, wieso kann er dann Schmerzen haben? Und jetzt kommen wir zu dem Glaubensprinzip. Und das ist ja das, was uns am meisten hindert. Genau. Wenn ich jetzt das gesagt habe und jetzt kommt plötzlich ein anderer daher und sagt zu dem, nö, geh nicht zum Arzt, heilen kannst du dich nur selbst. Genau. Ist das nicht gefährlich? Also wie meinst du gefährlich? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, er hat, ich will jetzt nicht wieder einen Namen nennen, irgendeine schlimme Krankheit, wir können uns da alles vorstellen, was wir wollen. Mhm. Und ein anderer sagt, nö, heilen kannst du dich nur selber, zum Arzt gehen, nützt dir da nichts. Mhm. So Aussagen werden ja getroffen. Ja. Oder geh dahin und lass dich Energie behandeln, sage ich mal. Ja, weil da musst du natürlich in die Selbstverantwortung gehen. Weißt du, jeder, der zum Arzt geht, geht ja auch von sich aus zum Arzt. Also das entscheidest du ja selber, was du machst. Also und schlussendlich, heilen kann der Arzt ja auch nicht. Er kann dir was rausschneiden. Und was heilt dann? Deine Selbstheilungskräfte tun ja die Wunde wieder heilen. Das machst ja du selber, das macht kein Arzt. Das gut, kann auch niemand. Der Chirurg befreit mich ja im Prinzip erstmal vom Übel. Also so haben wir es gelernt. Ja, genau. Er kann was rausnehmen, oder? Aber also heilen, die Wunde verheilen, das macht er nicht. Das macht ja jeder Mensch, jeder Körper selber. Das ist ja auch Selbstheilung. Weißt du? Mhm. Und energetisch könntest du ja diese Fehlfunktion oder Geschwüre könntest du auch heilen, weißt du? Das geht ja schon ohne rausschneiden. Ist alles möglich? Wir sind da ja im Bereich Schwingungs- und Informationsmedizin. Genau. Und dazu weiß man ja, dass es dazu keine Materie bedarf, wenn überhaupt dann als Träger der Information. Genau. Und in diesem Bereich, wenn du diese Heilenergie überträgst, jetzt sage ich mal, hat jetzt so ein Körper, wie viele Milliarden Zellen, ich weiß es gar nicht, 30, 50, 60, viele. Millionen, also auf jeden Fall ganz viele. Ich höre immer unterschiedliche Zahlen, ich weiß es auch nicht genau. Aber wir wissen viele, viele. Und Zellinformation ist ja die innerste Information, die letztendlich unser ganzes, wie so ein Bauplan, unser ganzes Körpersystem da am Laufen hält. Diese Energie, dringt die dorthin vor, das, was ich du bin, tust? Ich bin ja momentan, ich bin ja selber im Prozess, ich komme ja selber immer tiefer rein, oder? Und je tiefer ich zu mir selber komme, in meinen Urkern, desto mehr komme ich auch dann zu meinen Leuten. Das ist ja auch das Resonanzprinzip. Und ich bin jetzt wirklich am Urkarma, also wirklich am innersten Kern bei mir selber, und darum geht es auch immer tiefer bei den Menschen, die zu mir kommen. Das ist so. Also, und dort sind ja auch die Manipulationen, die an der Menschheit begangen wurden, eben durch die Anunnaki oder sonst wer. Weißt du, wir wurden ja zu Sklaven gemacht, damit wir nicht Widerstand leisten können, damit wir schön machen, was die Obrigkeit sagt. Mhm. Und an diesen Strukturen bin ich jetzt dran, das aufzulösen. Das heißt, der Mensch ist gar nicht ein Freientscheider nach dem, was du sagst. Denken wir immer, unser freier Wille. Und ich kann. Oder von irgendwoher werden wir immer noch gesteuert irgendwie. Und es geht ja darum, diese Steuerungen ganz in unserem Zellkern aufzulösen. Und viele Leute wissen gar nichts davon. Also das ist so, wie ich das von mir aus momentan mitbekomme, mir meine innere Stimme sagt, ich das sehe. Mhm. Wenn ich mich da abkopple von dieser, wie soll ich sagen, Manipulation? Ich habe selber auch schon versucht, eben, du beachtest es nicht, oder? Man sagt immer, nicht beachten, aber irgendwie, ich komme da selber nicht weiter. Also ich weiß, ich werde so geführt, weißt du, von meiner Seele oder meiner inneren Stimme, dass ich da immer weiter auflöse. Oder bei mir selber und im Kollektiv und bei den Menschen, die zu mir kommen, und auch über diese Sendung. Darum ist es so wichtig, dass die Leute halt auf meinen Kanal gehen und das schauen, weil sie tun nicht nur was für sich, sondern fürs Kollektiv. Und da steckt eben viel mehr dahinter, als es nach dem, was es aussieht. Ist es nicht auch eine Art Manipulation? Also nein, von mir aus gesehen nicht, weil es geht ja darum, die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Also ich manipuliere nicht. Nichts, oder ich überlasse es dem. Das heißt, dieses Einwirken von, wenn du jetzt sagst, du schickst Heilenergie und der Gegenüber, der vor dem Bildschirm sitzt,
muss ich ja bereit erklären, die anzunehmen. Genau, oder ja er kann jederzeit sagen, ich will nicht. Also wir sind alles selber Götter. Wir können sagen, ich will diese Energie nicht. Wenn du das nicht willst, dann bekommst du es nicht. Also das ist Selbstverantwortung. Genauso, wenn ich sage, ich nehme das Medikament nicht, dann nehme ich es nicht. Und wenn ich die Energie nicht will, dann will ich die nicht. Und dann kommt die nicht. Also das heißt, was du machst, ist eine Sache, die aus dem reinen Herzen kommt und die letztendlich für die Menschen, die jetzt sagen, ich möchte, dass die Anita mich unterstützt in der, sagen wir mal, es brauchen ja gar nicht da so tiefgreifend überlegen. In dem Prozess, dass ich zu mir selber komme, weißt genau. du? Heilung ist immer damit verbunden, dass wir uns selber leben. Das ist ja nichts anderes. Was ist Heilung, weißt du? Irgendein Gebrechen zu heilen, das kann zwar kurzfristig geheilt sein, aber kommst du da weiter? Kommst du da weiter zu dir selber, zu deinem Glück? Das ist die Frage, oder? Um das geht es ja schlussendlich immer. Dich selber leben, leb das, wozu du da bist, wo du Freude hast. Es geht ja nur um das, und das zu finden und das zu machen. Und das ist mit Heilung und Gesundheit ist das eins. Und da ist es ja so, dass man da jetzt mal schwenken, jetzt gut erklärt, also Definition, was du machst. Und jetzt geht es ja darum, wie machst du es? Einmal wissen es ja die Leute am TV, das heißt in diesen Sendungen, tust du das letztendlich ohne, dass der Mensch was dafür tun muss. Genau. Und da ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie kommt das denn in Harmonie? Genau, eben, es gibt immer einen Ausgleich. Eben, ich gebe was und dann müsste von den Leuten auch was zurückkommen, klar. Und da biete ich meine Einzelsitzungen an in meiner Praxis in Rottenschwil, wo man zu mir kommen kann, Termine abmachen kann. Ich biete das aber auch in die ganze Welt hinaus an. Da kann man über meine Telefonnummer auch Termine abmachen. Und für die Schweiz gibt es eine spezielle Telefonnummer. Vielleicht kannst du die mal zeigen. Ja. Genau, es gibt eine Telefonnummer, das heißt, wenn die Zuschauer nicht die Möglichkeiten haben, jetzt nach Rottenschwil zu fahren oder eine deiner Veranstaltungen, kommen wir auch gleich noch drauf, zu besuchen und sie der Meinung sind, dass die Energieübertragung, die Anita Krog macht, ihnen Hilfe geben kann, dann gibt es da eine Nummer, Sie sehen das, 0901 99 22 22, die können Sie anrufen und dort haben Sie dann die Anita am Telefon. Das ist eine gebührenpflichtige Nummer aus dem Schweizer Festnetz, steht auch drunter, 3,90 Franken die Minute und spart Ihnen natürlich die Fahrtkosten, klar. Genau, da kann man das auch kürzer machen, weil bei mir dauert es normalerweise eine Stunde, weil da ist das Gespräch und die Heilenergie und alles, also inbegriffen. Eben, ich mache es auch über Skype für Leute in der ganzen Welt, geht auch. Also es gibt immer eine Möglichkeit, wie wir einander helfen können und wie ich den Menschen helfen kann. Das heißt, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, dann hat er viele Möglichkeiten. Genau. Sie wissen dann über das Fernsehen, Telefonnummer, wenn Sie sich die notieren wollen, die wird immer unter der Anita Krog an der Bauchbinde eingeblendet. Unsere Zuschauer wissen das, wenn sie da Kontakt aufnehmen wollen. Jetzt ist ja das ein anderes Thema, was du noch machst, ist ja nicht nur, dass du in deiner Praxis diese Heilsitzungen gibst oder hier im Fernsehen das tust, sondern du tust ja auch alleine und mit anderen zusammen Veranstaltungen machen. Genau, eben ich mach Seminare, ich mache so Heilnachmittage oder Ganztagesseminare, auch teilweise mit verschiedenen Leuten, die schon Gäste waren in meiner Sendung, wo ich spüre, dass es sehr harmoniert, da machen wir zu zweit was oder vielfach auch mache ich es alleine. Und wo ist das überall? Also in Luzern gibt es die Heilnachmittage, so alle 2-3 Wochen. Das ist am Nachmittag zu 2 Stunden, wo ich die Energien fließen lasse zu bestimmten Themen. Und da sind die Menschen herzlich dazu eingeladen, wer sich da vom Herzen angesprochen fühlt. Wir haben jetzt da vielleicht einige Events, die wir mal den Zuschauern vorstellen, was sie in den nächsten paar Monaten erleben dürfen, wo du überall bist und du sagst schon ein bisschen was dazu. Okay. Also, dann zeigen wir das mal. Heil-Events mit Anita Krog. Und jetzt haben wir da, das erste Thema ist? Ja, das ist eben Luzern, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Heilnachmittag in Luzern, also das sind einfach 2 Stunden, wo ich die Energien. Wann ist das immer, sagt man genau? Das ist jetzt am 20. September, das ist am nächsten Samstag und dann wieder am 18. Oktober. Das sind 2 von denen. Und wo genau ist das in Luzern?
Das ist an der Ruflisbergstraße 9, ist das in Luzern. Das ist ein spezieller Raum dort. Ruflisbergstraße? Genau. Steht das da? Sehen das die Leute? Das steht da nicht. Aber eben auf meiner Homepage kann man auch alles nachschauen. Und wie schon gesagt, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo mir sicher bin, auf jeden Fall die Telefonnummer notieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Veranstaltung Sie besuchen wollen oder an welcher Veranstaltung Sie teilnehmen wollen, dann rufen Sie sie einfach an. Dort können Sie A fragen, ob noch Plätze frei sind und B, wo es genau ist, wo Sie das Auto hinstellen können und diese ganzen Dinge. Das kann man ja besprechen. Genau, das ist auch immer eine wunderbare Gelegenheit, diese Seminare oder diese Zusammenkunft, neue gleichgesinnte Menschen kennenzulernen. Das kommt noch dazu, eben zum ganzen Thema. Viele Leute sind ja froh, sie haben niemanden, mit dem sie da reden und sprechen können. Das ist auch eine wunderbare Gelegenheit. Es haben sich da auch schon Freundschaften gebildet, also das kann ich gerne bestätigen. Ja, Gleichgesinnte ist eine ganz alte Geschichte. Ja. Wenn du auf Gleichgesinnte triffst, sage ich immer alte Prophezeiungen, Hopi-Prophezeiungen, was steht drin? Schaue im Fluss der Zeit, wer da mit dir ist. Ja, und das sind ja die Dinge, da kann ich mich austauschen. Sonst sitze ich zu Hause in meinem Kämmerlein und denke, oh, mache ich es jetzt richtig oder falsch? Und das sind natürlich auch so Gelegenheiten, sich zu treffen. Gedanken miteinander auszutauschen, Erlebnisse miteinander auszutauschen, zu sagen, Mensch, ich habe das so erlebt. Denn viele Menschen gehen jetzt diesen neuen Weg und wollen einfach Alternativen. Ob man dazu Erwachen sagt oder ob man Transformieren sagt oder Bewusstseinserhöhung, Erweiterung, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Entscheidend ist plötzlich, ich fange an festzustellen, dass ich nicht nur der körperliche Mensch bin, der hier auf der Erde von einem Ort zum anderen tappt, sondern dass ich ein geistiges Wesen bin, was in diesem Körper ruht und dass das geistige Wesen heute plötzlich rausguckt durch meine Augen und sagt, holla, die Welt ist ja viel mehr wie das, was ich bisher so gesehen habe. Und da sind Dinge, und da möchte ich noch in der letzten Minute vielleicht vor der Werbepause so einen Satz sagen, das Thema der Offenheit. Kostet die was? Die kostet nichts, nein. Das sage ich den Leuten immer. Ja, eben, man muss halt aufeinander zugehen und halt sich auch sagen, ich öffne jetzt mein Herz und dann eben in Gedanken und dann öffnet sich schon und keine Angst haben vor den Mitmenschen. Einfach mal jemanden ansprechen und das tut nachher gut, oder wenn man das Gefühl hat, irgendwo einfach ansprechen, das macht ja nichts, es fällt einem ja keinen Zacken aus der Krone. Ja, und wir sind nicht mehr so getrennt. Ja, genau. Ganz wichtiger Punkt. Das Getrenntsein überwinden und auch mal zuhören und aufmerksam sein. Alle diese Dinge sind die Dinge, die wir vielleicht wieder neu ein bisschen lernen müssen oder in unser Leben hineinlassen. Davon hören wir gleich noch mehr nach der folgenden Werbepause. Dankeschön. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder da. Bei mir heute zu Gast Anita Grock. Heilenergie ist ihr Thema. Wir haben im ersten Teil uns über die Art und Weise unterhalten, was passiert eigentlich dort. Und jetzt geht es darum, wenn Sie da neugierig geworden sind und sagen, Mensch, das will ich mir mal angucken, vielleicht suche ich noch eine Alternative zu dem, was ich mache, oder habe diesen Bereich noch gar nicht in meinem Leben angeschaut. Da will ich jetzt mal gucken, wie das Ganze funktioniert und ob das für mich ein Weg ist, der mir vielleicht den Weg in das wieder fit sein, wieder mich fit und wohlfühlen erleichtert. Und da gibt es jetzt auch noch in Langenthal was. Genau, am 11. Oktober gibt es da ein Ganztagesseminar, also mit dem wunderbaren Marc Gamma, der war auch schon in meiner Sendung, und da geht es auch um die Persönlichkeitsentwicklung, also dass man da selber sieht, wo die Blockierungen sind, weil er kann die Energie der Menschen sehr gut lesen und das dann in Worte fassen und den Menschen also mitgeben, da und da müsst ihr was ändern, und ich werde immer entsprechend die Energie dazu fließen lassen, weil es harmoniert sehr gut, er mit Worten und ich mit der Energie. Also das ist am 11. Oktober in Langenthal im Parkhotel. Genau, Heilseminar in Langenthal im Parkhotel von 10 bis 16.30 Uhr mit Botschaften aus dem Licht und Heilkräften von Anita Grock. Dann geht es im November auch weiter, auch dort machst du was, dieses Mal sehe ich in Deutschland.
Genau, ich war ja da schon ein paar Mal im Schwarzwald, ein wunderbares Hotel mit Seminarraum. Und da gibt es auch so ein Samstag, Sonntag, ein Heilseminar, wo auch wieder die Leute in die Selbstverantwortung kommen und ich die Energien dementsprechend fließen lasse. Und es kommen immer die Themen kommen zutage, wo gerade aktuell sind bei den Teilnehmern. Darum ist noch kein Programm da, weil ich passe mich da an. Oder was sind die Themen an diesem Wochenende? Und da kommt jeder wieder einen Schritt weiter zu sich selber. Mhm. So ist das findet aufgebaut. In Hornberg im Schwarzwald genau. statt. Wie weit genau. ist das weg von der Schweizer Grenze? Das ist so eine halbe Stunde von der Schweizer Grenze. Also das sind auch herzlich Leute aus Österreich, Deutschland willkommen. Ich habe meistens so das Dreierpack dort. Da treffen sich da Schweizer, Österreicher und Deutsche. Es ist immer sehr, sehr interessant. Und da lernen sich auch immer wieder Leute kennen. Ergeben sich auch Freundschaften. Ja, so muss es ja auch sein. Also das haben wir am 15. und 16. November in, wie gesagt, Hornberg im Schwarzwald. Auch denken Sie dran, sich die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu notieren, dass Sie sich anmelden können. Dann sind wir Ende November, am 22. hast du auch noch eine Veranstaltung. Das ist bei dir in Rottenschwil. Was wird da gemacht? Das ist zusammen mit Raimund Dix. Also das ist auch ein wunderbarer Heiler. Er channelt und hat so Symbole gechannelt, Heilsymbole aus Atlantis und Lemuria und arbeitet mit Heilklängen. Und er wird mit mir zusammen auch da 4 Stunden gestalten. Also ist was ganz Spezielles und da kommt auch wieder jeder Teilnehmer wieder ein Stück weiter zu sich selber. Was würdest du so sagen, Zielsetzung, was soll die Leute treiben, wenn sie sagen, da will ich hingehen? Eben, also nicht nur das Heilen jeder, an sich? Weißt du, ja, einfach wieder weiter zu sich, zu seinem Glück kommen. Das ist ja die Motivation, oder? Wie kann ich glücklicher leben? Und wenn man vom Herzen her fühlt, hier fühle ich mich angesprochen, dann meldet euch, dann seid ihr am richtigen Platz. Oder man muss ja fühlen, das ist was für mich. Und dann ist man herzlich willkommen und dann stimmt es für einen. Und dann stimmt also nicht, wie den Verstand losrennen lassen und sagen, oh, muss ich immer nachlesen im Buch und so, sondern einfach sich hinspüren, aus dem Herzen spüren, einfach, ist das für mich passend, ist das für mich richtig? In die Selbstverantwortung gehen, oder? Meistens, wenn man den Input hat, ich will das, dann ist das richtig und dann steht man dahinter, weißt du, dieses Zweifel, soll ich oder soll ich nicht? Ja. Sich wirklich, ich mache das jetzt und dann macht man das und dann ist das gut. Und die weiteren Themen haben wir dann im Dezember. Da gibt es dann wieder Heilseminar in Luzern und zwar auch am gleichen Ort. Ja, das ist auch wieder in Luzern, also an der Ruflisbergstraße 9. Und das ist wieder mit dem Marc Gamma zusammen. Da geht es wieder um die Persönlichkeitsentwicklung. Und er liest wieder die Energie und channelt da für die Leute, wo die Probleme liegen, damit sie wieder ein Stück weiterkommen. Ich lasse da wieder die Energie fließen. Das ist eigentlich die Fortsetzung vom Seminar vom 11. Oktober. Aber man muss da nicht beide besuchen, man kann auch da kommen und da kommen. Spielt eigentlich keine Rolle. Alle Informationen zu dem, was wir jetzt den Zuschauern gesagt haben, finden Sie auch natürlich auf deiner Website. Genau. Und wenn Sie, wie gesagt, jetzt einiges nicht verstanden haben oder sagen, Mensch, wie war das Wandern in Luzern nochmal? Notieren Sie sich Telefonnummer, rufen Sie die Anita Krock an, gibt Ihnen gerne Auskunft und sagt, wann und wo auch was nochmal speziell ist. Genau. Aber das ist noch nicht der Highlight. Der Highlight ist etwas ganz anderes und da habe ich den Prospekt hier schon in den Händen, wenn die Kamera mal ein bisschen näher kommen kann. Du führst auch eine Reise durch. Genau. Das ist eine Heilreise, die findet vom 18. Januar bis 1. Februar 2015 statt. Und zwar geht die nach Malaysia mit Chanti und Omkara. Das ist ein Zwillingsseelenpaar, wo auch schon in meiner Sendung war. Also sie haben schon 2 Sendungen gemacht. Sie waren schon mal da und das geht da an einen speziellen Fluss. Also da an einen Magic-Rimmer und da ist das Wasser so klar, also man kann da so viele blockierende Energien transformieren, nur schon durchs Wasser. Und ich werde die Leute auch da persönlich wieder mit meiner Heilenergie weiterbringen. Und auch Shanti Omkara sind 2 Heiler, auch sie werden ganz viel helfen beim Transformieren. Was weiß man über diesen, das wird zwar nicht wie Magic geschrieben, aber es muss irgendwas mit Magie zu tun haben, so sieht es aus. Was sagt man denn diesem Fluss nach? Er hat eine spezielle Transformationsenergie, weißt du, damit du kannst dich vorstellen, da wirst du gereinigt. Die negativen Energien können da gereinigt werden, sagen wir, neutralisiert werden. Und wenn man viele Ängste hat, da kann man da solche blockierenden Energien lösen.
Also das ist nur schon das Wasser und der Wasserfall dort und die Natur, die da ganz viel Heilung bringt. Es ist ein spezieller Platz und es ist auch ein Portal, ein lemurisches Portal, weißt du, von dieser Epoche her. Das sind jetzt 14 Tage. Ja. Was ist da? Oh, was man natürlich dazu sagen muss, maximal 12 Teilnehmer. Genau, ganz wichtig zu wissen, für Menschen, die sich das vorgenommen haben, also nicht zu lange warten. Und über die eingeblendete Telefonnummer von der Anita Grock können Sie da natürlich reservieren. Und dann ist noch was wichtig zu wissen, keine Einzelzimmer möglich. Ja. Was bedeutet das? Ich schlafe wie bei der Bundeswehr, so 18 Mann in einem Raum? Nein, ich glaube, es sind 2 oder 3 Zimmer und es sind so verschiedene Häuser und dort ist sonst niemand. Ich denke, es sind nur die Teilnehmer der Reise da, also das dürfte kein Problem sein. Es ist wirklich mitten in der Natur. Das heißt, die Menschen müssen sich dann einfach so ein bisschen zusammenfügen. Pärchen müssen natürlich bedenken, dass sie dann zu zweit oder zu dritt sein können und die Dinge, ja, ist ja klar. Da gibt es immer eine Lösung. Ich denke, das wird nicht das Problem sein. Ich wollte sagen, zu diesen beiden Wochen, bisschen noch was zum Programm, den Flussbesuchen, Heilübertragungen und so. Das wird sich auch ergeben, weil Shanti Omkara, also meine wunderbaren Kollegen, sind eigentlich für die Organisation zuständig. Man kann sich dann an sie wenden, auch über mich, wenn man noch mehr wissen will, weißt du, wie, wo, was das abläuft vom Programm her. Und auch die Kosten dürfen wir hier in der Sendung nicht sagen, sonst wäre das eine Verkaufsveranstaltung. Fragen Sie nach, es ist erschwinglich. Ja, sehr erschwinglich. Ja, und wie gesagt, da gibt mancher für 14 Tage Gran Canaria mehr Geld aus, je nachdem, was er sich da vorstellt. Aber es sind Dinge, Malaysia ist ein wunderschönes Land. Ich war selbst schon dort und muss sagen, ganz, ganz tropisch und wirklich eine Augenweite. Es gibt ganz tolles Essen. 90% der Nahrung dort ist frisch. Ja, weil eben. Viele keinen Kühlschrank haben, die können gar nichts aufheben. Ganz wunderbare Südfrüchte, weißt du. Eben, sie haben mehr aus diesem Mangostin, du weißt ja, das ist eine der komplettesten Früchte, wenn du die ganz frisch hast. Und bei uns sind die meisten faul, also das ist schon ganz speziell. Genau, und dort, wo sie wachsen und reifen, natürlich dort zu essen, ist fantastisch. Genau. Wer mal zum Beispiel in der Karibik war und dort eine Banane probiert hat, der isst hier nie mehr eine. Weil einfach der Geschmack überhaupt nicht da ist, weil sie ja unreif geerntet werden müssen, bis sie hier sind. So, Malaysia, wiederholen wir nochmal die Termine 18.01. bis 1.02.2015. Eine geführte Reise zum Magic River oder Magic River. Wie ja, Magic kannst du sagen, ja. Speziell geschrieben. Ein spezieller Fluss, dem spezielle Dinge nachgesagt werden und bestimmt 14 Tage ein interessantes und entspannendes Programm und was vom Land sieht man bestimmt auch noch. Sicher. Über deine Reisen, deine Veranstaltungen, du bist mittlerweile richtig fulltime dabei, ne? Es geht richtig rund, so Heilsitzungen, Veranstaltungen, Fernsehen machen. Ja. Da daneben gibt es auch noch eine Thematik, die mit der Musik zu tun hat. Genau. Du hast es vorhin schon gesagt hier, in deinen ersten Sendungen musstest du immer noch in Kanälen gucken, was. Genau. Mittlerweile gibt es 3 wunderbare CDs, die wollten wir auch noch vorstellen. Eben mit dem wunderbaren Tato Gomez, er macht ja die Musik für meine Sendungen, also macht immer spezielle Arrangements, ist wirklich wunderbar, er macht da Heilmusik. Und dann haben wir uns entschlossen, CDs zu machen, zuerst die Heilung aus dem Herzen. Also hier sind 4 Meditationsstücke drauf, also ziemlich sanfte Stücke, wo so programmiert sind, dass sie auch jedes Mal beim Hören die Heilenergie bekommen, die sie gerade brauchen, damit sie wieder einen Schritt weiterkommen. Das ist die erste CD und dann die zweite heißt Kristallerheilung und die geht wirklich in die Aktivierung der DNS, also die geht ganz noch viel tiefer rein, auch wieder 4 Meditationsstücke, auch wieder. Da bekommen Sie die Heilenergie, die Sie brauchen, wenn Sie diese hören. Das heißt, schon die Aufnahmen auf der CD haben eine heilende Wirkung. Genau. Jetzt ist das natürlich, vielleicht sitzt jetzt ein Mediziner vor dem Fernsehen und sagt so ein Quatsch. Was macht Klang denn? Wieso kann Klang denn heilen? Weil es ist ja alles Klang, weißt du, auch die Gedanken. Das Universum besteht aus Klang und das sind natürlich viel, viel mehr Klänge. Und man fühlt ja die göttliche Ordnung, die Ordnung wird wiederhergestellt mit diesen Klängen, oder? Und du hörst ja auch nur die Musik, die dir entspricht, die kann teilweise auch schon heilend wirken. Also es ist die Musik, weil der Tato Gomez bekommt die auch, er channelt ja die Musik, das kannst du so sehen wie andere Energien channeln und er kann sie dann umsetzen, weißt du, in Musik.
Und ich tue dann, er hat sich auch mit meiner Seele verbunden, als er das gemacht hat, oder? Und dann wird das noch ein bisschen anders. Und wir haben die dann so programmiert, speziell die Musik noch, also mit meiner Energie, dass man wirklich immer das bekommt, was man braucht, wenn man die Musik hört. Also man und muss es ausprobieren. Sich natürlich dafür öffnet. Genau, wenn einer hinsitzt genau, und sagt, so, jetzt will ich mal gucken, was da passiert, und ist von vornherein skeptisch und ablehnend, wird er wahrscheinlich nichts spüren. Genau. Und jeder spürt auch anders. Weißt du, manchmal gehen Vorgänge vor sich und man merkt gar nichts davon, aber es geht was im Innen. Oder es kommt erst später, dass man es merkt, weil oder, wir sind ja so komplex, unser ganzes System. Also ich sage jetzt von meinem Standpunkt, es geht immer was, aber man muss das, oder jeder ist ja selber verantwortlich für das, was er tut und was er spürt. Also. Auch hinspüren an die Dinge, die sich verändern. Wenn du bis gestern den Arm nicht mehr heben konntest und, und plötzlich merkst beim Fenster aufmachen, tut ja gar nichts weh. Dann sind genau diese Dinge eingetreten, von denen du sprichst. Ich möchte noch mal die Rufnummern einblenden. Wenn Zuschauer Interesse haben an diesen CDs, dann können sie die bestellen. Wir blenden das noch mal geschwind ein und ich lese es Ihnen vor, für die, die es nicht so klar und deutlich auf dem Fernseher sehen können. Bestellung der CD Heilung aus dem Herzen über die Schweizer Telefonnummer 077 432 2221 und die Bestellung CD Kristallheilung ebenfalls über die gleiche Rufnummer. Es waren aber drei, was ist die dritte? Ja, die dritte, da mache ich jetzt noch eine Heilkraftübertragung und da wird das siebte Stück draus 3 Minuten angespielt, eben das ist die Namaste, wo auch schon in meiner Sendung 3-4 Stücke daraus gespielt wurden, auch eine wunderbare CD. Kann man über die gleiche Telefonnummer bekommen. Genau. Das heißt, alle 3 CDs mit diesen heilenden Klängen kann man über die Telefonnummer, die wir eben eingeblendet haben, bestellen. Und jetzt wollen wir einfach mal reinhören, wie hört sich das an? Von welcher CD hören wir jetzt von der was? CD Namaste hören wir, I See You. Das ist das siebte Stück. Genau. Und da tust du auch wieder Heilenergie dazu übertragen. Jetzt Heilenergie übertragen, und zwar zum Thema Schuld. Weißt, das Schuldthema, also das ist ein kollektiv ganz großes Thema, weil wir so schuldbeladen sind, dass da jetzt etwas Besserung oder Heilung eintreten kann. Und eben die Zuschauer können einfach auch sich entspannt hinsetzen und schauen, was passiert. Und es ist ja so, wie du vorhin gesagt hast, der wo will, kann's. Der nicht will, der jetzt vielleicht sagt, ich will nicht. Ja, Zeitung lesen will oder was, der kann auch Zeitung lesen jetzt. Das ist ganz wichtig, ganz toll. Also, liebe Zuschauer, alle die dafür offen sind, entspannen Sie sich. Vielleicht schließen Sie die Augen, lehnen Sie sich zurück. Die nächsten 3 Minuten, sagtest du, werden wir diesen Titel von dieser CD Namaste einspielen. Und die Anita Grock macht zur gleichen Zeit eine Heilübertragung, also Übertragung von heilender Energie. So muss man es richtig sagen. Ja. Dann viel Vergnügen.
Dankeschön. Danke. Also muss man sagen, eine ganz tolle Musik. Also ja, die fährt dich richtig runter in und richtig schön zum Entspannen. Viele Menschen können das ja gar nicht mehr. Und ich nutze das auch, wenn man am Tag 10, 12, vielleicht 15 Stunden unterwegs ist, Arbeitsweg, arbeiten und bis man dann zu Hause ist und dann 15 Minuten, 20 Minuten, die schenke ich mir immer, um mich runterzuholen, in meine Mitte zu kommen, um mich wieder zu spüren, diese ganze Hektik abzuwerfen. Und da sind solche CDs wirklich toll. Wenn das Sie anspricht, dann wissen Sie jetzt, wo Sie die kriegen können. Das ist auch können. Eine ganz gute, zum Beispiel, man kann auch die Wohnung reinigen, weißt du, mit diesen CDs. Man kann rausgehen, man die CD laufen lassen. Man hat ganz eine andere Energie, wenn man nach Hause kommt oder auch, wenn man Kinder hat nach der Schule. Mache ich mit meinen, wenn sie eben nicht ruhig sind oder so zappelig. Ja. Einfach die Musik im Hintergrund laufen lassen und dann sind die schön ruhig. Also man kann da experimentieren, man kann viel, viel also Harmonisierung ins Leben bringen mit dieser Musik. Jetzt wollte ich dich noch was fragen. Jetzt haben wir ja nicht mehr lange. Vor uns auf dem Tisch steht eine Kerze. Ja. Konnte ich zwar am Anfang nicht erkennen, dass es eine Kerze ist, aber über Design kann man verschiedener Meinungen sein. Aber es ist zumindest, wenn die Kamera da mal ranfahren kann, es ist zumindest aus Wachs. Ja. Aber das war gar nicht so der Punkt, warum wir die da hingestellt haben. Mhm. Im Vorgespräch hast du mir die gezeigt und gerade der Spruch, wenn man das ganz nah heranfahrt, ich weiß nicht, ob Sie das hier lesen können, was da draufsteht. Ich glaube nicht, es ist noch ein bisschen zu weit weg. Aber da steht dran, ich nehme sie mal wieder weg. Ja. Schaust. Schön, dass es mich gibt. Aha. Also nicht, wie wir immer denken, das verschenken wir jetzt und schön, dass es dich gibt. Genau. Nee. Da steht was ganz anderes drauf. Schön, dass es mich gibt, oder? Ich schenke die Kerze mir, ich schenke sie nicht dir, weil ich bin das Wichtigste und das müsste in bei deinem dir, Leben. Ja, genau, bei allen Menschen auch so sein. Eben, dass man sich mal wirklich selber halt was schenkt. Das ist wichtiger, weder anderen zu schenken. Das ist auch ein Zeichen der Selbstliebe. Eben, wenn man das vom Herzen dann auch annehmen kann, oder? Wenn du dir was schenkst und du bist glücklich dabei. So sollte es eigentlich sein. Das heißt, man tut sich selbst auch wertschätzen, genau. indem man sich einfach mal zugesteht, das ist jetzt in dem Fall eine Kerze, das kann auch ein
2-Wochen-Reise nach Malaysia sein, die man sich gönnt. Ein Wochenende, wo es um Entspannung geht, Schwarzwald-Thematik. Also all diese Dinge. Das ganz Wichtigste ist nur, und das habe ich heute Abend in der Sendung ganz toll gefunden, dass die Anita Grock immer wieder über das Thema Selbstverantwortung gesprochen hat. Wir brauchen keine neuen Führer, sage ich immer. Wir brauchen auch keine Ja-Sager. Wir brauchen Menschen, die mitten im Leben stehen und ihre eigene Verantwortung für ihr Leben übernehmen und sich nicht auf andere Dinge und auf Systeme abstützen. Und wenn sie in ihrer eigenen Verantwortung stehen, dann entscheiden sie auch. Genau. Und das, was eben, wir müssen wissen, wir können entscheiden. Wir brauchen keine Kirche oder sonst irgendwelche Führer, irgendwelche auch Seminarführer teilweise. Eben, es gibt wirklich Leute, wo die Leute immer zu den Gleichen gehen und machen, was sie sagen. Das kann ja für einen bestimmten Zeitpunkt gut sein, aber irgendwann musst du selber merken, was will ich, weißt du, und in die Selbstverantwortung gehen, die Verantwortung übernehmen über dein Leben. Weil eben, wir sind zwar schon Energie, aber wir leben hier als Mensch auf der Erde, das ist wichtig. Viele Lichtarbeiter merken das zu wenig. Wir sind Menschen, wir haben einen Körper und können mit diesem leben wir und nicht irgendwie auf Wolke 7. Das ist noch wichtig, einfach wissen. Das heißt, bei sich bleiben. Genau. Und man hat ja nicht diese Inkarnation als Mensch angenommen, wenn man eigentlich was ganz anderes sein will. Eben, sonst wären wir ja Engel, aber wir sind ja Menschen. Das muss man sich immer und immer wieder bewusst sein. Das heißt, sich selbst zu schätzen und auch sich richtig einzuschätzen, zu wissen, wer ich bin. Und Lichtarbeiter ist auch so ein Wort. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Wo ich immer sage, ja, ich weiß, das sind auch alle, die bei der Stadtwerke arbeiten. Ja. Das sind auch Lichtarbeiter, weil ohne die geht's Licht aus. Und dann sage ich aber ich weiß, es geht um was anderes. Die Menschen meinen immer, alle müssten fürs Licht arbeiten. Und ich warne da auch dafür. Ich sage, hallo, wir leben hier, hermetische Gesetze ist was, wo wir vorher schon mal drüber gesprochen haben. Und in allem gibt es einen Ausgleich. Genau. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Form und das Aussehen von dem Yin- und Yang-Symbol. Und wenn wir den Ausgleich nicht schaffen, wir müssen nicht die dunkle Seite bekehren, sage ich, nö, ich muss auf der hellen Seite bleiben. Fertig. An uns müssen wir arbeiten. Wir, jeder Einzelne. Genau. Hast du, glaube ich, auch so schön gesagt im Vorgespräch, dass die Thematik nicht dahin geht immer, ich mache jetzt für die das und mache für die das und abends sitze ich im Sessel und fühle mich so heilig, weil ich so viel für andere gemacht habe. Mm-mm. Die anderen sollen mal für sich selber sorgen. Da gibt es auch so einen alten Spruch. Wenn jeder an sich selber denken würde, wäre an jeden gedacht. Und das soll nicht den Egoismus beflügeln. Genau. Nein, die Selbstverantwortung, die Selbstbestimmtheit soll das beflügeln. Und dann einfach zu sagen, ich will gesund werden. Oder es ist immer Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit im Guten natürlich. Eben mit guten Gedanken und mit guten Emotionen. Klar, wenn man negative Sachen hat, dann kommt es wieder auf einen zurück. Das muss man sich einfach bewusst sein, weil alles, was man aussetzt, kommt wieder. Mhm. Zum Thema Selbstverantwortung. Man kann ja da eben die Verantwortung übernehmen, für was man will, für Negatives und Positives. Es kommt ja alles wieder zurück. Und das sind auch geistige Gesetze, die gelten für jeden. Ja. Also, das ist ja Verantwortung, die übernimmst du dann. Genau. Und diese Thematik heißt auch immer vor der eigenen Türe kehren. Genau. Nicht immer gucken, was machen die anderen. Genau. Und mir durchaus so was gesagt, diese, wie heißt es, Seminartourismus ist ja auch so ein Thema. Ja. Ich sage immer, wie viele Seminare, Vorträge, Lehrgänge und Bücher wollt ihr noch konsumieren, bis ihr verstanden habt, dass alles schon gesagt ist. Jetzt müssen wir handeln. Leben. Tun und sein, ja, das ist das Wichtige. Ich sehe, die Sponsoren werden eingeblendet, wir müssen jetzt auch handeln. Ja. Anita, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir konnten wieder bestimmt ein großes Stück zur Aufklärung und zur Information beitragen. Und jetzt, dass die Menschen sich selbst entscheiden können und selbstverantwortlich sind. Dankeschön. Danke. Ich danke dir, lieber Norbert. Liebe Zuschauer, wieder wie immer spannende Thematik, weil dahinter zu schauen und einfach zu verstehen, um was es da geht, ist manchmal gar nicht so einfach. Und glauben Sie, mir ging es irgendwann genauso. Du bist am Anfang nur mal ein Suchender und rennst durch die Gegend von Seminar zu Seminar, von Buch zu Buch, von vielleicht spirituellen Menschen zu anderen, aber irgendwann hältst du inne und sagst, Moment mal, ich weiß, ich bin. Und das ist der erste Schritt, dann genau das umzusetzen. Für Sie noch einen wunderbaren Abend und eine tolle Nacht. We'll be right back.
Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.